Herzlich willkommen bei den Green Days 2021. Wir freuen uns sehr, dass wir trotz allem jetzt wieder hier sind mit euch. Ich bin die Elena, ich werde euch durch die nächsten 3 Tage begleiten. Wir werden uns immer wiedersehen, ihr werdet auch ganz viele andere Leute noch kennenlernen. Vorweg, wir haben es schon in der Begrüßungsfolie stehen gehabt, bitte benennt euch um, also schreibt euren Vor- und Nachnamen in das Zoom-Feld und aktiviert auch gerne eure Kamera, damit wir euch alles sehen können, damit wir sehen, wer da ist mit uns. Wenn ihr als Schulklasse vor dem Bildschirm sitzt, dann schreibt bitte den Namen eurer Schule dazu und die Namen von allen Personen, die dort sitzen. Da sehe ich schon eine Klasse, sehr schön. Es ist ein ganz besonderes Event diesmal. Wir sind alle nicht am gleichen Ort. Ich hoffe, wir fühlen uns trotzdem miteinander irgendwie verbunden. Vorweg, wir werden auch Foto- und Filmaufnahmen machen. Wahrscheinlich werden wir mit Zoom aufnehmen. Ich hoffe, das funktioniert. Man weiß ja nie über diese technischen Geschichten. Das heißt, wenn ihr nicht zu sehen sein wollt, ist es auch okay, wenn ihr die Kamera auslasst. Wir freuen uns aber natürlich, wenn wir eure Gesichter sehen können. Wir verwenden diese Aufnahme dann für die Öffentlichkeitsarbeit von Jump im Rahmen der Green Days auch und um darzustellen, was wir so in diesen nächsten 3 Tagen alles miteinander erleben werden. Ja, es ist noch eine ganz besondere Veranstaltung dieses Mal, denn Jump gibt es mittlerweile seit 10 Jahren. Und dieses Jubiläum wollen wir auch ganz kurz mit euch hier feiern und euch einen kleinen Eindruck geben von den vergangenen 10 Jahren, die wir mit Jump erleben durften. Und ich hoffe, die Regie ist bereit. Und ich würde dann sagen, wir schauen mal zurück und geben euch einen kleinen Eindruck, was so die letzten Jahre alles passiert ist. Die Green Days gibt es auch schon ziemlich lange und die haben natürlich damals in der Vergangenheit noch in Personen stattgefunden. Und ja, ich glaube, jetzt sind wir bald so weit, damit ihr einen Eindruck bekommt, was die letzten 10 Jahre passiert ist. Thank you.
Ja, so schön zu sehen, was alles schon passiert ist, wie viele Schüler und Schülerinnen schon bei den Green Days waren. Und es freut uns natürlich sehr, dass wir jetzt euch begrüßen dürfen, dass ihr dieses Mal dabei seid. Genau, und da wir eben bei den Green Days sind, möchte ich euch gleich bitten, jetzt für einen kleinen Energizer wirklich eure Kamera einzuschalten. Denn ich möchte gern eine kleine Aufwärmübung mit euch machen, damit wir auch ein bisschen in Bewegung kommen und nicht nur die ganze Zeit vor dem Computer sitzen. Wir werden auch versuchen, immer wieder Abwechslung reinzubringen, genau mit solchen Übungen. Und zwar, wenn ich das Go gebe, dann steht bitte auf und sucht euch ganz schnell irgendwas Grünes und haltet das vor die Kamera. Genau. Also, eins, zwei, drei, los! Ja, da sehe ich schon die ersten grünen Sachen. Wahnsinn, super schnell ist das gegangen. Ich sehe einen grünen Stift, ein grünes Blatt, ein grünes Gestell. Aha, eine Wasserflasche, eine Tasse. Ein Yoda, auch nicht schlecht. Wahnsinn. Ja, großartig. Vielen Dank. Das ging richtig schnell. Habe ich mir nicht gedacht, dass das so schnell geht. Deswegen glaube ich, probieren wir gleich noch was, auch passend zu dem diesjährigen Thema. Und zwar zeigt mir einen Gegenstand, der für euch was mit dem Thema Klimakrise zu tun hat. Und zwar auf 1, 2, 3, los! Aha, da sehe ich eine Hantel, eine Pflanze, ein Handy. Noch ein Handy, eine Tastatur, ja, viele elektronische Geräte, eine Katze, ah, spannend. Das sehe ich noch, noch mehr Pflanzen. Sehr cool, sehr cool. Ja, danke schön. Dann könnt ihr euch auch wieder hinsetzen. Genau, das war jetzt ja, gleich mal ein Bewegungseinstieg in unser Thema und in unsere heutige Veranstaltung, beziehungsweise die Veranstaltung der nächsten 3 Tage. Ja, ihr merkt, es ist alles ein bisschen anders dieses Jahr. Das ist, seid ihr vielleicht auch schon mehr und mehr gewohnt. Wir freuen uns sehr, dass die Green Days trotz allem stattfinden können und dass wir euch trotzdem die Orientierungs- und Bildungsveranstaltung liefern können. Zwar online, aber trotzdem. Und das alles wäre nicht möglich gewesen, ohne unsere FördergeberInnen und deren Glaube an uns und an unser Projekt. Und das freut uns sehr. Vielen Dank an alle FördergeberInnen, vor allem an unseren Hauptfördergeber, das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Vielen Dank auch an den Klima- und Energiefonds sowie an die Länder Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Kärnten. Aus Kärnten darf ich auch heute hier Markus Kotteck begrüßen. Freut mich sehr, dass auch Sie es hierher gefunden haben. Und es freut uns ganz, ganz besonders, dass wir auch Herrn Peter Iwaniewicz vom Bundesministerium für Klimaschutz heute persönlich hier begrüßen dürfen. Willkommen, Herr Iwaniewicz. Ja. Vielleicht Hallo. darf ich Ihnen gleich eine Frage stellen. Und zwar, Sie unterstützen ja die Green Days jetzt dankenswerterweise schon seit Anfang an, das heißt seit 10 Jahren, und sind damit einer unserer wichtigsten Partner. Was ist für Sie das Besondere an dieser Veranstaltung? Ja, das Besondere ist Mut machen, Empowerment. Allen Teilnehmerinnen mitgeben, dass sie etwas bewirken können. Und ich denke, das ist in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Täglich kann man in den Medien oft deprimierende Nachrichten über globale Probleme lesen, vom Klimawandel, der Klimakrise angefangen, über das Artensterben, über verschiedenste Detailprobleme, die eben nicht nur lokale Probleme sind. Und ich verstehe, wenn man dann vor allem als junger Mensch irgendwie verzweifelt und sich denkt, wie soll man da was tun? Und ihr zeigt mit dieser Veranstaltung, was man tun kann. Ihr zeigt, ihr vernetzt verschiedene Organisationen, ihr zeigt Ausbildungsmöglichkeiten und ihr macht Mut, dass man selber etwas angehen kann
Und da seid ihr das beste Beispiel eigentlich dafür. Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren, das war eine sehr kleine Gruppe von engagierten jungen Leuten, die damals in der katholischen Jugend Österreich tätig waren und die den Wunsch hatten, mehr zu machen. Und das war, auch so erinnere ich mich, ein großer Schritt für euch, einen Verein zu gründen, eine Finanzierung zu machen, die ganzen Formalitäten zu erledigen, ein Team aufzubauen, Förderungen einzuwerben und letztendlich so umspannende Dinge wie eine korrekte Buchhaltung hinzubekommen. Und ihr habt es geschafft. Ihr seid das angegangen, ihr habt das gemacht. Und ich denke, das ist die Botschaft. Man kann es machen, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin kann etwas bewirken in unserer Gesellschaft. Man muss es sich nur zutrauen, ja, und nicht glauben, man ist hilflos. Und genau darin sehe ich den besonderen Wert dieser Veranstaltung. Und meine Bitte an alle Teilnehmenden: Zeigt, was ihr könnt, helft mit, die Gesellschaft so zu gestalten, dass sie nachhaltig und auch für Folgegenerationen lebenswert ist. Vielen Dank für diese mutmachenden Worte. Es passt auch einfach sehr gut zu dem Motto der Green Days, nämlich deine Tat zählt. Ihr habt schon gehört, die Green Days werden organisiert von JUMP, der Jugendumweltplattform. Und ich darf jetzt bei mir David, die Projektleitung, und Simon, Geschäftsführer von JUMP, bei mir begrüßen, und sie werden auch ein paar Worte an euch richten. Ja, mein Name ist Simon. Ich darf euch auch ganz herzlich im Namen der Jugend-Umwelt-Plattform begrüßen, ganz kurz JUMP, so wie Sprung. Seit nunmehr 10 Jahren versteht sich die Jugend-Umwelt-Plattform als Sprungbrett. Deswegen passt der Name auch so gut in den Umweltbereich. Was bedeutet das Sprungbrett in den Umweltbereich? Das heißt, wenn einige unter euch sind, die vielleicht sich für verschiedenste Themen im Umweltbereich interessieren, sei es Klima, sei es Naturschutz oder es gibt so viele, viele verschiedene Aspekte. Wenn euch das interessiert und ihr aber noch nicht wisst, was kann da meine Rolle, was kann da mein Weg sein, dann ist es vielleicht gescheit, bei JUMP reinzuschauen, die Programme anzuschauen, die wir so machen. Das geht wirklich von bis, das geht von dem, was ihr jetzt die nächsten 3 Tage erleben werdet, von einer Veranstaltung wie den Green Days, wo ihr im Programm reinschnuppern könnt, sind verschiedenste Themen, wo ihr unglaublich viele Akteure und Organisationen kennenlernen könnt, die ganz spannende Sachen machen und vielleicht resoniert irgendwas mit euch, sagt ihr, okay, das ist genau das, was ich machen will oder diese Person ist spannend, diese Organisation ist spannend, dieses Thema, dafür brenne ich, vielleicht kommt ihr in diesen 3 Tagen drauf oder werdet wieder daran erinnert, weil ihr das eh schon wisst und dann habt ihr die Chance, dort bei dieser Person, bei dieser Organisation einzusteigen oder bei uns anzubocken. Da gibt es 100.000 Möglichkeiten. Es gibt aber auch viel intensivere Möglichkeiten, über JUMP in den Umweltbereich reinzuschnuppern. Wir haben Projekte, wo man sich kreativ, auf kreative Art und Weise länger mit einem Thema beschäftigt. Wir haben beispielsweise gerade das Projekt Podcast for Future on Tour. Da könnt ihr lernen, wie man Radio macht, wie man einen Podcast erzeugt und euch gleichzeitig intensiv mit einem Klima- und Energiethema auseinandersetzen. Und wir machen aber auch Projekte, wo ihr ganz, ganz lange, so wie beim Freiwilligen Umweltjahr, zum Beispiel nach der Schule ein Orientierungsjahr macht, wo ihr euch ausprobieren könnt, wie ist das im Umweltbereich in verschiedensten Organisationen zu arbeiten. Und schaut einfach rein bei uns, jugendumwelt.at oder auf unsere Kanäle auf Instagram oder Facebook und bleibt dran. Wenn ihr nach den Green Days Lust habt, was Intensiveres zu machen, dann freue ich mich. Und jetzt wünsche ich euch erstmal schöne Green Days. Auch ich möchte mich noch kurz bei euch vorstellen. Mein Name ist David Wagner. Ich bin der Projektleiter für das Projekt Green Days und ich bin sozusagen derjenige, der euch die letzten Tage, Wochen und Monate mit E-Mails und Infos beschickt hat. Also jetzt habt ihr auch einmal ein Gesicht zu meiner Person. Ja, was sind die Green Days? Die Green Days sind eine der größten Jugend-Umweltveranstaltungen in Österreich. Und normalerweise, unter normalen Umständen, finden die Green Days jedes Jahr an einem anderen Austragungsort statt. Die letzten 12 Monate waren nicht nur für euch, sondern auch für uns sehr herausfordernd und haben vieles geändert. Deswegen haben wir auch das Veranstaltungsformat der Green Days
an die aktuellen Umstände anpassen müssen und somit das erste Mal online digitale Green Days umgesetzt. Wir freuen uns ganz besonders, dass ihr trotz dem vielen Distance Learning, das ihr schon in der Schule habt, heute dabei seid, und wir hoffen, dass wir mit unserem Programm euch eine gute Abwechslung zum regulären Schulunterricht bieten können. Wir freuen uns auch auf viel Interaktion mit euch gemeinsam und auf drei spannende Tage. Die letzten 12 Monate, ich habe schon gesagt, waren sehr geprägt von der Corona-Krise. Wir haben vieles neu machen müssen, vieles umgestalten müssen. Die Krise wird auf jeden Fall wieder vorbei sein. Und mit euch gemeinsam wollen wir uns die nächsten 3 Tage die Frage stellen, was möchten wir ändern, um in Zukunft unsere Gesellschaft grüner, nachhaltiger und einfach besser zu machen. Also wie können wir diese Krise als Chance nutzen, etwas zu verändern? Ich möchte euch kurz das Programm noch zeigen, was euch die nächsten 3 Tage erwartet. Also wir haben jetzt gerade die Eröffnung der Green Days. Gleich danach wird der Professor Dr. Mujib Latif, ist ein deutscher Klimaforscher, einen Vortrag halten zum Thema, was wir von der Corona-Krise für die Klimakrise lernen können. Im Anschluss danach geht es für euch in die individuellen Ideenräume. Da hat jeder von euch einen Link bekommen. Da werden wir einen Workshop mit euch machen zum Thema Klimakommunikation, richtig erzählen und Falschaussagen widerlegen. Dann ist eine Mittagspause und manche von euch haben dann am Nachmittag auch noch einen Workshop. Da müsstet ihr auch den Link bekommen haben. Morgen in der Früh treffen wir uns wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort, also in diesem Meeting, und machen dann nochmal eine Zusammenführung von den Ergebnissen aus den Ideenräumen. Um 9 Uhr kommt dann die Katharina Rogenhofer vom Klimavolksbegehren zu uns ins Meeting. Wir werden dann mit ihr gemeinsam die Ergebnisse aus den Ideenräumen auch nochmal besprechen. Und sie wird dann einen kurzen Vortrag für euch halten und wir könnten, ihr habt die Gelegenheit, Fragen an sie zu stellen. Um 10 Uhr geht es dann wieder weiter mit einem individuellen Programmpunkt, also mit den Workshops und Live-Exkursionen, für die ihr angemeldet seid. Nach einer Mittagspause geht es dann auch am Donnerstag am Nachmittag nochmal weiter mit Workshops und Live-Exkursionen für die, die da noch angemeldet sind. Freitag starten wir wieder zur gleichen Zeit, selber Ort, hier im Meeting. Wir haben ein Quiz für euch vorbereitet über die Inhalte der vergangenen Tage. Und wenn ihr da brav mitmacht und schnell antwortet, dann haben wir auch tolle Preise für euch vorbereitet. Dann haben wir auch am Freitag noch die Orientierungsräume für euch. Da werden sich Organisationen aus dem Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich bei euch vorstellen. Und ihr habt die Gelegenheit, dort Fragen zu stellen und euch näher zu informieren. Und zum Abschluss am Freitag haben wir noch eine da könnt ihr euch selbst eine eigene Umwelt-Challenge überlegen. Das heißt, Challenge, was ihr in der nächsten Woche umsetzen wollt. Und der Ali Mahloudi, der EU-Jugendbotschafter und Gründer von Whatchadoo, wird auch einen kurzen Vortrag halten, um euch ein bisschen zu inspirieren. Genau, ihr seht schon, wir haben heute an die 200 Teilnehmerinnen bei uns im Meeting. Also es ist eine ganz große Veranstaltung und deswegen hätte ich noch ein paar organisatorische Infos für euch, die uns die Umsetzung dann erleichtern. Also jeder von euch sollte gestern und auch letzte Woche schon eine E-Mail bekommen haben mit allen Links für die individuellen Programmpunkte, also für die Workshops und die Exkursionen und den Ideenraum, den ihr besuchen werdet. Falls ihr irgendwelche technischen Probleme habt oder gerade nicht wisst, wo muss ich als nächster hin, ich finde meinen Link nicht mehr zu dem Workshop, dann könnt ihr jederzeit zu unserem virtuellen Infopoint kommen. Das ist ein eigenes Zoom-Meeting. Den Link dafür habt ihr auch in der E-Mail bekommen. Falls bei irgendwem das Internet total ausfallen sollte oder ihr könnt nicht mal in Zoom einsteigen, dann haben wir auch eine Support-Hotline für euch. Da ist jetzt die Telefonnummer hier eingeblendet. Da könnt ihr jederzeit anrufen, uns auf WhatsApp schreiben oder SMS schreiben, um dort die Fragen zu stellen. Wir vom Jump Team sind auch jederzeit für euch greifbar im Chat und in den Meetings. Ihr findet uns entweder durch diesen coolen Hintergrund, den ihr da bei mir seht,
oder in der Teilnehmerinnenliste bei den Namen ist jeder von uns mit dem Vorkürzel Jump markiert. Ihr könnt uns gern direkt eine Nachricht schreiben im Chat. Dann haben wir auch noch ein paar Fair-Play-Regeln vorbereitet, um die Umsetzung gut zu gestalten. Also erstens, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir euch, eure Gesichter sehen, aber auch für die anderen Teilnehmerinnen ist es sehr angenehm, wenn man sieht, mit wem man es zu tun hat. Also bitte, wenn ihr wollt, schaltet bitte die Kamera ein, dann wird das Ganze gleich ein bisschen interaktiver. Das Mikrofon, habt ihr alle sehr gut gemacht, sollte bitte ausgeschaltet sein, um Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Wenn ihr natürlich eine Wortmeldung habt, eine Frage stellen wollt, dann könnt ihr es gerne einschalten. Für diese Wortmeldungen würde ich euch bitten, die Handheben-Funktion zu verwenden. Ihr findet diese Funktion unten in der Zoom-Leiste bei Reaktionen. Da könnt ihr jederzeit auf Handheben klicken. Und ihr erscheint dann bei uns ganz oben in der Rednerliste und wir wissen, wer sich zu Wort melden möchte. Wenn es nicht funktioniert, wenn ihr die Funktion nicht findet, dann könnt ihr auch jederzeit einfach einen Stern in den Chat schreiben und wir kennen uns raus, dass ihr etwas sagen möchtet. Genau, im Chat könnt ihr auch jederzeit Fragen stellen oder wenn wir euch was fragen, könnt ihr auch im Chat antworten. Keine Angst, es gibt wirklich keine blöden Fragen und auch keine blöden Antworten. Und als letztes möchte ich euch nur zeigen, oder die Elena wird es dann mit euch üben, ihr könnt auch gerne die Reaktionen verwenden, die unten in der Zoom-Leiste eingeblendet sind, um uns schnell irgendwie mitzuteilen, was ihr über eine Sache denkt. Und ich werde da jetzt gleich wieder das Wort an die Elena übergeben und sie wird mit euch da kurz üben, was man mit den Reaktionen alles machen kann. Danke und viel Spaß bei den Greenies. Ja, sehr gut, genau. Paul, der David hat es schon angesprochen, es gibt so Reaktionen, es gibt den Chat, es gibt das Handheben und ich möchte es gerne mit euch gleich testen und zwar, wir machen es jetzt ganz einfach, und zwar klickt auf das Handheben-Symbol, wenn ihr eher Spätaufsteher bzw. Nachtaufsteher seid und verwendet das Party-Emoji, also dieses Party, ja das Symbol, wenn ihr FrühaufsteherInnen seid. Bin gespannt. Das sind sehr viele Nachteulen. Ja, das verstehe ich gut. Ich bin auch Team Nachteule. Okay, das sind nur Nachteulen. Das finde ich sehr überraschend. Zumindest sehe ich nur Nachteulen. Ja, Wahnsinn. Dankeschön. Ihr könnt die Hand wieder runtergeben, indem ihr wieder auf das Handheben-Symbol draufklickt. Ja, Wahnsinn, unglaublich. Okay, also mit dem Ergebnis habe ich nicht gerechnet, aber vielleicht haben die Leute einfach auch das Party-Symbol nicht gefunden. Genau. Gut, zweite Frage. Und zwar, mich würde interessieren, was ihr euch von den Green Days erwartet. Und das schreibt ihr doch bitte einfach mal in den Chat rein. Den Chat findet ihr auch da unten, wo das Handheben-Symbol war. Daneben, glaube ich. Neue Ideen und Erfahrungen, neue Ideen, Aufklärung bei Klimathemen, interessante Vorträge, spannende Workshops, ja, guten Austausch mit anderen Teilnehmenden, ja, super, Tipps, spannende Workshops, neue Perspektiven, coole Idee und interessant, mehr Tipps, um der Umwelt zu helfen, ja, spannend, innovative technische Ideen, dass es nicht zu fad wird, ja, das hoffe ich auch, dafür werden wir sorgen. Abwechslung, ja, grüne Tage, neue Ideen, super. Ja, vielen Dank für alle eure Erwartungen. Ich hoffe, wir werden alles erfüllen. Ja, Fun, ja, da bin ich auch dabei. Wir wollen auf jeden Fall ganz viel Spaß mit euch haben. Genau, letzte Reaktionsfrage noch an euch und zwar, reagiert bitte mit diesem Wink-Emoji, wenn ihr gerade in eurer Schule sitzt oder mit einem Herz, wenn ihr zu Hause seid. Ganz viele Herzen, ganz viele Leute sind zu Hause. Ja klar, Social Distancing, gell? Mhm.
Ja, da sehe ich eine winkende Hand, da sehe ich ein Party-Emoji noch. Ja, ja, viele Leute sind zu Hause. Gut, ja, danke schön für eure Reaktionen. Jetzt wisst ihr, wo ihr die findet, ihr wisst, wo ihr den Chat findet, ihr wisst, wo ihr die Hand heben könnt. Nutzt das auch, nutzt eure Gelegenheit, Fragen zu stellen. Vor allem auch während bzw. nach unserem ersten Vortrag, und zwar von Professor Dr. Mujib Latif. Er ist einer der bekanntesten Klimaforscher im deutschsprachigen Raum und forscht auch schon seit vielen Jahren über den menschlichen Einfluss auf unser Weltklima. Er ist außerdem Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, einer der wichtigsten Organisationen auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Er ist Forschungsvorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums und auch Buchautor. Sein Buch heißt Heißzeit mit Vollgas in die Klimakatastrophe und wie wir auf die Bremse treten. Ja gut, dass dieser Zusatz noch dabei ist. Als Experte zum Thema Klimakrise ist er auch häufiger Studiogast in unterschiedlichen Radio- und Fernsehsendungen. Und wir freuen uns jetzt auch sehr, dass er jetzt bei uns ist und auch in dieser Sendung sozusagen sprechen wird. Willkommen, Herr Professor Dr. Mujib Latif. Ja, vielen Dank und willkommen. Ich hoffe, dass jetzt alle meinen Bildschirm sehen können. Ich starte mal die Animation. So, Ja, wir können die Folie jetzt noch nicht sehen. Nee, ich muss doch mal gucken, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil vorher noch jemand anders den Bildschirm geteilt hatte. Ich probiere es noch mal. So, gucken. Kannst du es jetzt sehen, Elena? Jetzt kann ich sehen, ja, genau. Ich sehe aber die Übersicht. Ich hoffe, wir sehen auch gleich. Ja, genau. Ich gehe jetzt im Präsentationsmodus und dann ist alles gut. Ne? So, okay, ja, willkommen. Ich habe mir den Titel jetzt ausgedacht hier, was wir von der Corona-Krise für die Klimakrise lernen können, weil irgendwie stehen wir ja doch alle irgendwie unter dem Einfluss der Pandemie im Moment. Und ich glaube, da gibt es auch interessante Parallelen, auf die ich am Ende nochmal eingehen möchte. Aber im Moment habe ich eben doch auch irgendwo so eine Art Déjà-vu. Und zwar, ich will, um das nochmal deutlich zu machen, mal zurückgehen ins Jahr 2007. Da waren ja die allermeisten noch gar nicht geboren, nehme ich an. Und 2007 hatte der ehemalige amerikanische Vizepräsident Al Gore einen Film produziert mit dem Titel Eine unbequeme Wahrheit. Und dann ging es eben um die Klimakrise. Und dieser Film, der wurde also millionenfach überall auf der Welt gesehen. Und im Prinzip war das Thema Klima, Klimakrise nicht mehr an öffentlicher Aufmerksamkeit zu überbieten. Wie gesagt, das war 2007. Das Ganze endete dann darin, dass Al Gore, den sehen wir hier links, den Friedensnobelpreis bekommen hat, zusammen mit dem Weltklimarat. Wir sehen hier Pachauri, der damals der Vorsitzende des Weltklimarats gewesen ist. Ich war damals auch dabei. Und ja, da dachte ich, okay, jetzt ist alles gut. Das Thema ist da, wo es hingehört, ganz oben auf der Agenda der Weltpolitik. Und jetzt werden wir irgendwie die Sache schon lösen können. Aber dann passierte eben etwas, und das erinnert mich eben doch auch wieder an heute so ein bisschen, die Finanzkrise 2007, ausgelöst durch den Zusammenbruch einer Bank in Amerika, Lehman Brothers hieß die, und daran schloss sich dann eine Weltwirtschaftskrise an. Wir sehen hier den Aktienindex, den Dow Jones in Amerika, und wir sehen hier, wie der runtergerauscht ist 2008. Und daraus entwickelte sich dann eine Weltwirtschaftskrise und das Thema Klima war weg. Kein Mensch, zumindest kein Politiker und keine Politikerin, geschweige denn die Wirtschaft, hat sich hier irgendwie noch für Klima interessiert. Ja, und bis dann letztendlich hier 2019 Greta Thunberg, Fridays for Future und so weiter das Thema irgendwie neu belebt haben, ne? Und das Déjà-vu kommt eben jetzt deswegen, weil jetzt kam eben Corona, ne, die Pandemie.
Und irgendwie zack ist das Thema wieder weg von der Bildfläche. Und ich hoffe nicht, dass es jetzt wieder viele, viele Jahre dauert, bis das Thema dann wieder auf der Agenda der Weltpolitik landet. Ich meine, da ist es ohnehin, aber so richtig ernst nimmt es im Moment ja keiner, sondern alle haben verständlicherweise vielleicht auch andere Probleme. Ja, das vorweg. Ich komme am Ende nochmal darauf zurück, wie wir oder was wir lernen können und welche Parallelen es gibt. Ich will ganz kurz nochmal erklären, worum es eigentlich beim Klima geht. Und zwar ist das Klimaproblem im Prinzip ein Energieproblem. Wir sehen hier die Erde bei Nacht aus dem Weltraum und da ist sehr viel Licht, hier gerade bei uns in Europa. Und das ist ja Energie. Energie muss produziert werden. Das machen wir, indem wir Kohle verbrennen, indem wir Öl verbrennen, indem wir Gas verbrennen. Also die fossilen Brennstoffe, dabei entsteht Kohlendioxid oder CO2 mit der chemischen Formel. Und CO2 beeinflusst einfach das Klima, was irgendwie auch keine neue Erkenntnis ist, was man seit fast 200 Jahren auch weiß. Was ist jetzt während des Lockdowns passiert? Wir sehen hier links, ich mache mal meinen Laserpointer an. Moment, da haben wir es. So. Hier links sehen wir den Gehalt von CO2 seit Beginn der Messung 1958. Ne, auf Hawaii gibt es die längste Messreihe. Und wir sehen, der CO2-Gehalt der Luft, der steigt immer weiter an. Und wenn wir uns jetzt mal die letzten 5 Jahre angucken, das ist hier rechts, sehen wir, dass trotz des Lockdowns hier 2020 wir wieder einen neuen Höchststand beim CO2-Gehalt der Luft hatten. Ne? Und das finden viele merkwürdig, immer, ey, keine Flugzeuge, kaum Auto gefahren, wenig Reisen und so weiter. Wie kann das angehen, dass der CO2-Gehalt trotzdem wieder gestiegen ist, ja, auf einen neuen Rekordwert? Und das kann man sich ganz leicht erklären durch die Staatsverschuldung. Also wenn wir jetzt dieses Jahr weniger Schulden aufnehmen als letztes Jahr, dann steigt der Schuldenberg ja trotzdem, weil die alten Schulden gehen ja nicht weg. Ne? Und so ist auch mit dem CO2, wenn wir CO2 ausstoßen, dann verweilt das eine Ewigkeit in der Luft. Und wenn wir dann was zusätzlich ausstoßen, auch wenn es weniger ist als das, was im letzten Jahr rausgekommen ist, kommt es trotzdem obendrauf. Und deswegen steigt der CO2-Gehalt der Luft eben massiv an. Deswegen reicht es nicht, einfach mal so ein paar Prozent weniger auszustoßen, sondern wir müssen wirklich in den nächsten Jahrzehnten auf null kommen. Wirklich null ausstoßen. Wir müssen komplett die Weltwirtschaft umbauen, weg von den fossilen Energien hin zu den erneuerbaren Energien, Sonne, Wind und so weiter. Ja, die Temperatur der Erde steigt, das sehen wir hier auch seit Beginn der Messung. Die fangen 1880 an und der Erwärmungstrend ist offensichtlich. Natürlich gibt es immer so kleine Schwankungen und es nervt mich unendlich, muss ich sagen, dass wann immer Schnee liegt oder es mal Eis gibt oder so, dann kommen die ganzen bescheuerten E-Mails und sagen, hey, ihr mit eurer globalen Erwärmung, alles dummes Zeug. Ne? Also wichtig ist natürlich, dass man längere Zeiträume sich betrachtet. Und wenn man hier mal die letzten Jahrzehnte sich anguckt, dann ist der Erwärmungstrend einfach nicht mehr zu leugnen, sondern er findet statt. Die globale Erwärmung ist einfach Fakt. Ja, kommen wir mal so ein bisschen auf die Verursacher von CO2. Also hier oben links sehen wir den globalen Ausstoß. Und leider ist nur der globale Ausstoß relevant. Warum ist das so? Weil wenn wir zum Beispiel in Deutschland oder Österreich oder wo auch immer CO2 ausstoßen, dann verweilt es eben so lange, wie ich ja vorhin schon sagte, in der Luft. Und deswegen verteilt es sich einfach um den Erdball. Also innerhalb von 14 Tagen ist praktisch alles, was wir in die Luft entlassen, verteilt, wenn es denn so lange in der Luft verweilt und nicht irgendwie durch andere Prozesse abgebaut wird. Aber das gibt es bei CO2 nicht. CO2 geht praktisch keine Verbindung in der Luft ein und deswegen verweilt es dort eben auch so lange und wird nur ganz allmählich dann von den Weltmeeren beispielsweise aufgenommen. Und deswegen ist das die einzige Kenngröße, die wirklich relevant ist. Der globale Ausstoß von CO2. Ich lasse mal die anderen Treibhausgase jetzt weg, weil das CO2 ist einfach das wichtigste Gas. Ne? Und wir sehen, seit 1960 kennt er eigentlich nur einen Weg, nämlich den nach oben, obwohl wir schon lange in der Weltpolitik darüber reden, aber so richtig die Wende haben wir jetzt noch nicht geschafft. Ja? Wenn wir jetzt mal hier gucken, oben rechts sehen wir die größten Verursacher. Und da China ganz oben, ich gehe jetzt mal nicht auf die gestrichenen Linien ein, da China ganz oben mit fast 30% Anteil, dann kommen die USA mit ungefähr 15%, dann haben wir schon Europa hier, EU, und dann kommt Indien.
während USA runtergehen, selbst unter Trump und auch die EU runtergeht, sehen wir hier in Indien, dass die Kurve nach oben geht. Ja? Und das ist natürlich schon ein Problem deswegen, weil wenn die das machen, was China vor ein paar Jahren gemacht hat, nämlich sich industrialisieren, vor allen Dingen über Kohle, dann werden die sehr schnell nachziehen und dann können wir wirklich alles vergessen. Hier sehen wir nochmal unten links die wichtigsten fossilen Brennstoffe, also Kohle ist immer noch der größte Verursacher von CO2, dann kommt Öl, dann kommt Gas und dann da unten haben wir noch ein bisschen Zementproduktion. Und hier rechts, unten rechts sehen wir den Pro-Kopf-Ausstoß. Und da sieht man eben die USA ziemlich weit oben, dann kommt EU. China hat inzwischen einen Pro-Kopf-Ausstoß, der vergleichbar ist dem eines Europäers. Und dann sehen wir wieder Indien. Indien ist noch ziemlich weit unten, aber wir sehen, die Kurve steigt an. Ja? Und wenn jetzt alle Inder, und es gibt eben über eine Milliarde Menschen in Indien, wenn jetzt alle Inderinnen und Inder das machen, was wir machen, ja, auch dann gibt es hier praktisch keine Rettung mehr fürs Klima. Ne? Und daran sieht man schon, wie wichtig es ist, auch wenn wir prozentual als Deutschland oder als Österreich oder als Schweiz, was auch immer, nicht viel beitragen, aber es geht ja auch um Gerechtigkeit, um Klimagerechtigkeit. Und es kann nicht angehen, ich meine, wer gibt uns das Recht, jetzt als Einzelperson mehr CO2 auszustoßen als ein Inder oder eine Inderin? Das finde ich jedenfalls nicht gerechtfertigt. Und deswegen müssen wir eben auch etwas tun, obwohl es in der Masse natürlich nicht so viel macht, wie beispielsweise in Indien oder in China. Ja, kommen wir mal zum Schluss zu ein paar Punkten, die mir wichtig sind, die eben auch bei der Corona-Krise schiefgelaufen sind und die eben auch im Moment bei der Bewältigung des Klimaproblems schieflaufen. Erstens, es braucht internationale Kooperation. Also die Pandemie hätte nie zu einer Pandemie werden müssen, hätte es internationale Kooperation gegeben. Hätte China nicht irgendwie versucht, das Ganze unter der Decke zu halten, wäre es aus China gar nicht rausgekommen und es wäre eben nicht zu dieser weltweiten Infektionswelle gekommen. Deswegen ist es eben ganz wichtig, dass die Länder zusammenarbeiten. Hier sehen wir 2015 das Klimaabkommen von Paris. Finde ich super, das Abkommen, aber man muss auch danach handeln. Es muss den nächsten Abkommen zu machen und dann fährt man nach Hause und alles geht so weiter wie bisher. Das ist der eine Punkt. Also man braucht internationale Zusammenarbeit für die Bewältigung aller Krisen, denen sich die Menschheit gegenübersteht. Zweiter Punkt, und der bewegt mich im Moment wirklich sehr, das sind, was ich postfaktische Zeiten nenne. Ja, dass irgendwie Wahrheiten auf einmal angezweifelt werden. Ja, und hier der ehemalige, Gott sei Dank ehemalige Präsident der Amerikaner, Donald Trump, der hat das ja fast perfektioniert. Ne? Da hat er alles bestritten, Klimawandel gibt es nicht, dummes Zeug, Pandemie gibt es nicht. Ja? Ich meine, wir haben gestern in den Nachrichten gehört, da sind jetzt inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen gestorben in den USA. Was für ein Wahnsinn. Bloß weil so einer einfach alles leugnet, was ihm irgendwie nicht in den Kram passt. Wir sehen rechts die Klimauhr übrigens. Ja, die ist auch nochmal ganz interessant. Ja, wir sehen hier zwei Kreise, 1,5 Grad, 2 Grad. Das sind die beiden Zahlen, die im Pariser Klimaabkommen erwähnt werden. Und man sieht, man ist schon ziemlich dicht an dem einen Kreis dran, an 1,5 Grad. Wir reden im Moment über 1,1, 1,2 Grad Erderwärmung. Das heißt, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit, um tatsächlich das Klima, die Ziele des Pariser Klimaabkommens auch einzuhalten. Das ist der zweite Punkt, der mich umtreibt. Also wir müssen irgendwie versuchen, wieder weg von Verschwörungstheorien zu kommen. Immer mehr Menschen wenden sich Verschwörungstheorien zu und das ist eine ganz große Gefahr, übrigens auch für Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und so weiter. Dritter Punkt, der wichtig ist, man muss der Wissenschaft zuhören. Ja? Also ich will ja als Wissenschaftler jetzt nicht die Politik machen, aber irgendwie, ich meine, wozu gibt es uns denn? Ja? Und beim Klima gibt es seit über 100 Jahren die Ergebnisse. Ne? Dieser Mann hier, Svante Arrhenius, einer der großen Physiker seiner Zeit, späterer Nobelpreisträger für Chemie übrigens, hat schon alles berechnet. Ja? Vor über 100 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und damals wurde ja schon Kohle verbrannt, CO2 ausgestoßen, das wusste der natürlich und hat schon Berechnungen durchgeführt. Hier, ich zeige das mal, ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein. Und wir wissen also seit über 100 Jahren, was Sache ist und trotzdem haben wir es
immer ignoriert, ja, und machen so weiter wie bisher. Ja, und ich möchte schließen mit einem Zitat von Albert Einstein, weil das ist eben auch ganz wichtig. Und er hat es wirklich getroffen mit diesem Zitat. Die gewaltigen Probleme unserer Zeit können nicht mit derselben Denkart gelöst werden, welche jene Probleme hervorgebracht hat. So, damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich stoppe jetzt mal und dann können wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja, danke schön für diesen spannenden Einstieg ins Thema. Ich habe es vorher schon gesagt, ihr könnt gerne Fragen stellen. Entweder die Hand heben und euch so zu Wort melden oder in den Chat schreiben. Wir werden versuchen, das zu sammeln und dann weiterzugeben. Genau. Ich warte jetzt noch kurz, ob es gleich Fragen gibt. Es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Gelegenheit, einem Klimaforscher mal wirklich Fragen zu stellen, auch wenn es nur Verständnisfragen sind. Ja, vielleicht starte ich einfach mit einer Frage. Und zwar, mich würde interessieren, was Sie als mögliche Wendepunkte sehen würden. Also wo kann man ansetzen, um diese Geschichte zu drehen? Ja. Im Prinzip kann man jetzt ansetzen, ne? Weil wir haben ja jetzt im letzten Jahr 2020 natürlich aufgrund der Pandemie den Ausstoß von CO2 gesenkt, ungefähr um 7%. Ja, das war der größte Rückgang seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube, wir haben ja jetzt irgendwie gemerkt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, ne? Was man so schön als systemrelevant bezeichnet, ne? Und im Prinzip hätten wir jetzt die Chance, einmal, weil wir vielleicht gedanklich ein bisschen weitergekommen sind, weil wir gesehen haben, was wirklich wichtig ist. Und zum Zweiten, weil jetzt unglaubliche Geldmengen locker gemacht werden. Und wenn man jetzt diese Geldmengen, die ja dafür da sind, der Wirtschaft wieder auf die Sprünge zu helfen, wenn man diese Geldmengen jetzt so verwendet, dass man nicht die alten Strukturen wieder aufbaut, sondern neue Strukturen, innovative Technologien jetzt fördert, dann hätte man tatsächlich jetzt genau die Möglichkeit und dann wäre jetzt der Wendepunkt und ich hoffe, dass, wenn ich dann so lange lebe, man dann irgendwann in 20 Jahren oder so sagen könnte, okay, damals war zwar furchtbar die Pandemie, aber irgendwie hat sie uns die Augen geöffnet und damit sind wir dann in eine bessere Zukunft gestartet. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das hoffen wir alle. Lena fragt, was passiert, wenn sich Staaten nicht an das Pariser Klimaabkommen halten? Ja, das ist genau das Problem. Das basiert alles auf Freiwilligkeit, ne? Und deswegen, das war beim, also vor dem Pariser Klimaabkommen gab es ja schon das Kyoto-Abkommen. Das Kyoto-Protokoll, so hieß es, war so gestrickt, dass es tatsächlich verbindliche Ziele gab für jedes Land. Ja, also Deutschland musste zum Beispiel einen bestimmten Anteil seiner Treibhausgase reduzieren bis zu einem bestimmten Datum und hat es auch gemacht, wie viele andere Länder auch. Aber einige Länder haben es nicht gemacht und es gibt eben keine Sanktionen. Es passiert nichts, ne? Ich meine, wie soll es auch anders funktionieren? Ich kann ja da nicht einmarschieren und irgendwie das Land besetzen oder irgendwas, ne? Das kann ja nur auf Freiwilligkeit basieren. Und das ist eben das große Problem, Länder sich dann irgendwie nicht unbedingt genötigt fühlen, das, was sie unterschrieben haben, dann auch einzuhalten. Gibt es da Bestrebungen, dass man das einführt oder ist das aussichtslos, weil sich da die Länder nicht drauf einigen können? Ja, das ist, es gab im Kyoto-Protokoll tatsächlich Strafzahlungen, aber das haben die Länder dann so umgangen, dass sie vorher aus dem Protokoll ausgestiegen sind. Ne? Und dann, wenn sie nicht mehr Mitglied des Protokolls sind, brauchen sie auch nicht mehr zahlen. Ne? Mhm. Und deswegen, ich glaube, es ist muss wirklich so sein, dass alle Länder begreifen, dass wir hier wirklich ein existenzielles Problem haben. Und wir können eben solche Leute wie Trump oder Bolsonaro in Brasilien oder Viktor Orban in Ungarn, wie sie alle heißen, ich meine, die können wir einfach nicht gebrauchen, die sind fehl am Platz. Und deswegen
hoffe ich einfach, dass wir gemeinsam erschaffen, auch solche Tendenzen irgendwie zurückzudrängen, weil im Moment kommen immer mehr Populisten an die Macht und das ist eben wirklich fast der Knockout für alle Bestrebungen, irgendwie die Welt besser zu machen. Das passt auch sehr gut zu der Frage, die ich hier noch bekommen habe, und zwar, wie kriegen wir die Politik und Wirtschaft zum Umdenken? Ja, also ich glaube, Druck von unten ist schon wichtig. Und also ich kann es jetzt aus Deutschland nur sagen, da war ja Fridays for Future also sehr prominent 2019 und hat schon was bewegt. Das muss ich einfach sagen. Also die Europawahl, die ja stattgefunden hatte, die hat also den Regierenden schon mal ziemlich die Grenzen aufgezeigt. Also die haben die Wahl krachend verloren. Die Grünen haben da einen fulminanten Wahlsieg errungen. Ja. Und das wäre ohne Fridays for Future zum Beispiel nicht möglich gewesen. Und auf einmal ging es mit dem Klimaschutzgesetz in Deutschland ganz, ganz schnell, ja, weil man hat gemerkt, das kann ja auch Auswirkungen auf Wahlen haben und damit letzten Endes darauf, ob ich weiter an der Macht bleiben kann oder einen Sitz im Parlament habe oder nicht. Ne? Deswegen glaube ich, tatsächlich ist der Druck von unten ganz, ganz wichtig, sonst wird wahrscheinlich die Sache nicht so schnell passieren, wie sie eigentlich passieren müsste. Ja. Gut, ich habe hier noch eine nächste Frage, und zwar, welche Technologien sehen Sie als am effektivsten zum Klimaschutz bzw. zur CO2-Reduktion? Ja, also das sind natürlich die erneuerbaren Energien, aber man kann das nicht alles über einen Kamm scheren, das muss standortangepasst sein. Ja, in einigen Regionen ist eben Wind das Mittel der Wahl, in anderen Regionen ist eher Sonne das Mittel der Wahl. Also ich stelle mir eigentlich immer vor, dass man eine dezentrale Energieversorgung hat. Ja? Also nicht irgendwie so ein paar große Kraftwerke, die dann alles versorgen. Ne? Also riesige Windparks in der Nordsee beispielsweise und dann wird der Strom irgendwie nach Süden transportiert. Kann man teilweise machen, aber ich glaube, man muss das nutzen, was man vor Ort hat. Ne? Dann hat man auch das Transportproblem nicht und all solche Geschichten. Und da, ich meine, wenn ihr euch mal Western anguckt von früher, ne, so Cowboy-Filme, ne, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, jede Farm, ja, hat ein Windrad gehabt. Ne? Guckt euch mal einen Western an, ne? Da sieht man immer so ein kleines Windrad. Das heißt also, irgendwie waren wir schon mal viel, viel weiter, als wir heute sind. Ne? Und ich glaube, das ist es, weil das ist ja das, was ich meine. Kleine, standortangepasste Einheiten, Energieeinheiten. Ne? Und dann glaube ich, kann man das Problem auch sehr, sehr gut nutzen. Natürlich braucht man für die große Industrie dann vielleicht nochmal größere Anlagen, aber das geht alles und das ist auch alles durchgerechnet. Es gibt ja Sachverständigenräte und so weiter also es geht, wir müssen es nur einfach anpacken. Ja, okay, ich habe da jetzt noch einige Fragen. Ist unser Fleischkonsum auch ein großes Problem, wenn es ums Klima geht? Ja, also direkt und indirekt. Fleischkonsum direkt, weil durch die Kühe kommen ja auch Methanemissionen in die Atmosphäre. Methan ist auch ein sehr effizientes Treibhausgas, also trägt auch zur Erwärmung der Atmosphäre bei. Aber indirekt vor allen Dingen auch deswegen, weil ja Regenwälder abgeholzt werden, ja, um beispielsweise Futtermittel anzubauen oder Rinderherden weiden zu lassen und so weiter. Ne? Und insofern muss man einfach sagen, weniger Fleisch wäre super gut, vor allen Dingen auch aus anderen Gründen. Ne? Also Tierwohl ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt hier, aber auch Gesundheitsschutz. Ne? Also Fleisch essen ist nicht gesund, zumindest nicht in den Mengen, wie es heute so der Fall ist. Ne? Und deswegen gibt es viele gute Gründe, eben den Fleischkonsum zu verringern. Ja. Ja, super. Wir haben auch noch eine Frage direkt vom Gymnasium Dachsberg. Bitte schaltet euch doch mal laut, dann können wir euch auch hören. Ihr könnt eure Frage stellen. Hört sie uns? Ja. Unsere Frage ist, wie stark glauben Sie eigentlich, dass so Politiker wie, sagen wir jetzt, Donald Trump oder so,
die Weltbevölkerung beeinflusst und deren Meinung ändern kann. Ich habe den letzten Teil nicht gehört oder verstanden. Wie weit kann sozusagen können PolitikerInnen wie Donald Trump die öffentliche Meinung beeinflussen? Also wie ändern die sozusagen die öffentliche Meinung? Ja, also extrem, das haben wir ja gesehen. Ich meine, das ist ja unfassbar, was der alles gemacht hat, und die Leute stehen trotzdem zu ihm, ja. Selbst im Parlament, ne, hat ja kaum jemand der Republikaner gegen ihn gestimmt, als es um das Amtsenthebungsverfahren ging. Und das ist ja die große Gefahr. Und ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir die Welt nicht an die Rücksichtslosesten verlieren. Und wir müssen die Gründe suchen, warum das so ist. Ich meine, warum wählen Leute Donald Trump? Und der Grund ist doch der, dass die Leute so verzweifelt sind, weil es ihnen so schlecht geht, dass sie sich sagen, es kann doch nicht mehr schlimmer kommen. Und jetzt wähle ich den mal. Ja? Und deswegen glaube ich, ist die Frage eigentlich nicht, oder wir sollten uns nicht darüber aufregen, dass Donald Trump da alle möglichen Sachen macht, sondern wir sollten uns mal überlegen, warum die Leute ihn wählen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass irgendwie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, dass durch diesen Turbokapitalismus, so nenne ich ihn, einfach immer mehr Menschen eben den Anschluss verlieren, abgehängt werden, wie man hin und wieder auch sagt. Und das passiert gerade im ländlichen Raum. Ja, und deswegen haben diese Leute gerade im ländlichen Raum auch einen enormen Zuwachs, übrigens auch bei uns in Deutschland beispielsweise oder auch in Österreich mit den Freiheitlichen, bei uns heißen sie anders, aber wir sehen es ja auch in Ungarn, in Polen und so weiter, Viktor Orban, Kaczynski und wie sie alle heißen. Ne? Und ich glaube, wir müssen wirklich versuchen, irgendwie wieder alle Menschen teilhaben zu lassen an dem Wohlstand. Ne? Ja. Super. Ich habe dann noch eine Frage, beziehungsweise zwei Personen haben gefragt, wie stehen Sie zur Elektromobilität und können wir sozusagen überhaupt diesen Strombedarf decken, der dann da gebraucht wird? Genau, ich werde oft gefragt, Elektromobilität, Wasserstoffmobilität und so weiter. Also ich glaube tatsächlich, wir müssen wegkommen vom Auto, egal wie es angetrieben wird, weil wir dürfen den Blick ja nicht nur auf Klima verengen, sondern wir haben ja auch ein Ressourcenproblem. Ja? Also die Ressourcen der Erde sind endlich. Und wenn man sich mal überlegt, ein Auto steht ja eigentlich nur rum. Ja? Ein Auto steht über 90% der Zeit rum. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Auto zu haben. Also irgendwie, wenn man das mal von der gesamten Energie- und Ressourcenbilanz betrachtet. Also wo muss die Entwicklung hin? Die Entwicklung muss dahin gehen, dass Mobilität zu einer Serviceleistung wird. Ja? Also angenommen, ich will jetzt von A nach B, das wird natürlich ein bisschen dauern, dann zücke ich irgendwie mein Mobiltelefon, gebe ein, wo ich hin will, dann kommt ein autonomes Fahrzeug vorgefahren, das bringt mich dann von A nach B oder zum Zug oder wo auch immer hin. Und derjenige, der diese Serviceleistung anbietet, der hat natürlich ein unmittelbares Interesse daran, dass seine Produkte auch lange halten. Ja, der wird jetzt nicht jedes Jahr neues autonomes Fahrzeug kaufen, sondern wird es pflegen. Ja? Und das ist, glaube ich, da, wo wir hin müssen. Ja? Wir müssen mehr zu Service, weniger zu Eigentum. Ja? Und dann, glaube ich, werden wir auch irgendwie zumindest die Ressourcen schonen können. Aber am Ende müssen wir natürlich in eine Kreislaufwirtschaft. Also weil nochmal die Ressourcen sind begrenzt. Und wir dürfen nichts mehr verschwenden. Und da gibt es ja diesen schönen Begriff, könnt ihr mal googeln, Cradle to Cradle, ja, von der Wiege zur Wiege. Also das muss es sein, die Kreislaufwirtschaft, dass wir alles wiederverwenden. Und das geht auch. Da gibt es tolle Produkte, gibt schon tolle Beispiele. Es fehlt einfach der politische Wille im Moment. Ne? Und den müssen wir, glaube ich, einfordern. So von alleine passiert das nicht. Ja. Genau, ich habe noch zwei Fragen, die ich gerne stellen möchte. Und dann sind wir auch in unserer Zeit langsam am Ende. Aber ist es überhaupt möglich, unseren Energiebedarf vollkommen mit Erneuerbaren zu decken? Ja, absolut. Ich will nur mal ein Beispiel sagen, ohne dass ich jetzt meine, dass wir es machen sollten. Ja? Aber um einfach mal das Potenzial der erneuerbaren Energien darzustellen. Ich habe mal ausgerechnet für einen Kollegen, der gerade ein Buch schreibt, wie viel oder welche Fläche in der Sahara
müssten wir eigentlich nutzen, also die Sonnenenergie, die auf diese Fläche fällt, damit wir den Weltenergiebedarf decken können. Und angenommen, da stecken natürlich Annahmen dahinter, ich könnte jetzt die Sonnenenergie zu 100% nutzen, ne? Dann wäre diese Fläche 300 Kilometer mal 300 Kilometer groß. Ne? Also, und wenn man sich das mal auf dem Atlas anguckt, das ist winzig, kleines Quadrat in der Sahara. Ja? Die Sonnenenergie, die darauf fällt, entspricht dem Weltenergiebedarf. Ne? Nun will ich nicht, dass wir das machen, ja? Aber es zeigt nur das Potenzial. Und wenn wir nicht nur Sonnenenergie, wir haben Windkraft, wir haben Erdwärme und. Ne? Und deswegen ist überhaupt kein Problem. Ja? Nochmal, wir müssen es doch wollen. Mhm, ja. Gut. Ja, ich möchte gerne noch die letzte Frage stellen, und zwar, was kann jeder und jeder individuell zur Bewältigung der Klimakrise beitragen? Ja, also da gibt es natürlich sehr viele Dinge, und es steht mir jetzt auch nicht an, irgendwelche Vorschriften zu machen. Also ich bin jetzt in Hamburg beispielsweise im Homeoffice, und ich fahre viel Fahrrad. Also ich mache die meisten Termine, wenn ich überhaupt Termine habe, mache ich sie mit dem Fahrrad oder sonst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, weil es nervt einfach, mit dem Auto zu fahren. Ich habe natürlich ein Auto, ja, aber ich finde, es bringt keinen Spaß. Und ich finde, diesen Bewusstseinsprozess, den müssen wir irgendwie mal durchmachen, ja, irgendwie hängt man so sklavisch am Auto und vielen anderen Dingen, ja, und wenn man das einfach mal hinterfragt, ne, ist es eigentlich das, was wirklich das ist, was das Beste ist, ne? Wenn man sich dann mal ehrlich macht, dann kommt man doch sehr schnell zu der Antwort, nee, ist es eigentlich nicht, ne? Wir machen es einfach nur aus Gewohnheit, ne? Und ich glaube, das ist das, was wir uns letztendlich, oder diese Fragen müssen wir uns immer wieder stellen selbst. Ne? Ist das, was wir eigentlich tun, ist es wirklich das Beste auch für uns selbst, ne? Auch im Hinblick auf Gesundheit und so weiter, kommen wir wieder auf Fleischkonsum, aber auch beim Fahrradfahren, ja, zu Fuß gehen. Ich meine, Bewegung ist ja auch gut für den menschlichen Körper. Ne? Deswegen will ich es einfach mal dabei bewenden lassen. Aber ein Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig. Der betrifft euch vielleicht nicht so sehr, aber vielleicht die nächste Generation, die Elterngeneration und die Großelterngeneration. Eine Sache kann man auf jeden Fall machen, man kann den Stromanbieter wechseln, ne? Und Ökostrom beziehen. Das machen nämlich immer noch die wenigsten. Hätte, glaube ich, aber trotzdem eine enorme Wirkung in die Energiewirtschaft. Ja, gut. Ja, es gibt zwar noch ein paar Fragen, aber vielleicht lassen die sich auch noch im Chat beantworten. Genau. Vielen Dank, Herr Latif, für Ihr Wissen, für Ihre Zeit und die Beantwortung der vielen Fragen. Es ist auf jeden Fall großartig, so viel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Und ich verabschiede mich. Ne? Tschüss. Ja, tschüss. Wir machen jetzt gleich Pause. Ich möchte euch aber davor gerne noch sagen, wie es weitergeht. Und zwar zwei Dinge, so das, was der Herr Latif jetzt schon angesprochen hat. Was kann ich sozusagen für die Klimakrise machen, möchte ich gerne auf den Freitag verweisen. Da werden wir darauf nochmal zurückkommen in der Challenge-Werkstatt. Und wir wechseln jetzt dann alle gleich kollektiv. Ich werde mitwechseln. Ich habe einen eigenen Raum, den ich moderieren werde, in die Ideenräume. Die Ideenräume sind eben zum thematischen Einstieg gedacht und haben für euch die Möglichkeit, dass ihr euch auch untereinander kennenlernt, und wir werden uns mit Kommunikation und dem Thema Klima und Klimakrise beschäftigen. Und es geht, so wie es in dem Namen auch sagt, eben um eure Ideen. Es gibt insgesamt 8 Räume, die finden gleichzeitig statt, und es gibt in jedem Raum eine Moderation und auch Volunteers, die dort unterstützen. Das heißt, ihr werdet dann aufgefangen, wieder eure Fragen beantwortet und so weiter. Ihr habt hierzu im Vorfeld auch eine E-Mail bekommen mit einem individuellen Link für euch. Das heißt, ihr seid in einem dieser 8 Räume eingeteilt. Solltet ihr den Link nicht mehr finden können oder er funktioniert nicht, dann meldet euch bitte einfach hier im Chat und wir schicken ihn dann euch nochmal zu. Genau. Wir starten mit den Ideenräumen um 8:45. Das heißt, ihr habt jetzt eine Viertelstunde Pause, und ich würde euch auch gern mitgeben, dass ihr diese Pause vielleicht kurz
draußen verbringt oder euch ausschüttelt, weg vom Laptop geht und dann um 8:45 pünktlich in eurem Raum seid. Das heißt, ihr könnt auch jetzt gleich noch wechseln und dann Pause machen bis 8:45. Genau. Ich freue mich auf meine kleine, feine Gruppe, die ich hoffentlich gleich in meinem Raum treffen werde. Und wir sehen uns dann alle gesammelt nicht mehr, sondern wir sehen uns dann morgen früh wieder um 8. Und wie auch schon zu Beginn gesagt, gibt es aber am Nachmittag noch Workshops, wo ihr auch individuelle Links habt, wo ihr dann bitte auch wieder hinwechseln könnt, sollt, dürft. Genau. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß in den Ideenräumen und meldet euch im Chat, falls irgendwas nicht funktionieren sollte. Wir bleiben noch kurz da, beziehungsweise der Inforaum ist natürlich auch wie immer offen. Genau. Viel Spaß. Wir sehen uns gleich. Also eine kleine Gruppe sehe ich gleich.